Setze Stein. So, da kommst du wieder nicht ran. Nein, nicht, nein, nee. Du Kontrolle übernehmen. Na doch, macht er. Bau das mal weg. Wir haben kein neues. Ups. Wir hätten gerne Ziegel. Und Ton und ganz viele davon. So. Du willst ja Kontrolle übernehmen. So. Nein. Ah doch. Das weg. Das hin. Das hin. Sehr gut. Dann brauchen wir dich nicht mehr. Dann wird hier bitte das ersetzt. Ersetzt. Das sieht so instabil aus als Außenwand. Ah, na gut. Da. Stein. Mal gucken, wie das hier oben aussieht mit den Dächern dann. Stein. 20 Minuten neue Welle. Zäune wollten wir eigentlich auch bauen, ne? Ist gerade so viel, was wir bauen können, sollen, müssten. Unter was fallen die Zäune? Deko? Nee, hier. Da. Ziegel. Eisen. Mehr davon. Essen. Stopp. Essen. Fett. Ganz viel Fett. Dahin. So. Fett. Essen sie eigentlich auch ohne Murren und Knurren. Also gibt es jetzt Fett mit Fischsuppe. Yummy. Tong. Wir haben 27 Gold, das heißt, wir könnten auch ein paar Ressourcen einkaufen. Aber ich denke, ich kümmere mich jetzt einfach demnächst mal wieder um die Minen. Und das eigentliche Minenprojekt mit den Fahrstühlen und was weiß ich, ist eigentlich brachgelegen. Wir kommen gar nicht hinterher mit dem ganzen, ne, Freiräumen und so. Geschweige denn von dem ganzen Eisen, das wir bräuchten. Das ist ja echt krass. So, du. Da. Da werden die schon mal verlangsamt, das ist gut. Wie schaut's aus mit Silberschwertern? Brauchen wir die Stahltür für, okay. Stahltür. Stahl. Machen wir jetzt mal 4 Stück. Die 2 und die 2. Tong. Währenddessen können wir immer schön hier ersetzen. Sieht sehr, sehr komisch aus. Ich glaube, das passt nicht so ganz zu der Art, wie ich den Turm gebaut habe. Also diese Übergänge, die hier automatisch entstehen. Ich glaube, ich werde das denn so machen müssen. Na ja, gucken wir mal. Setze Stein. So. Dann wieder Stuck und so weiter und so weiter. So, Zäune stehen. Stahltüren. Da. Du. Nicht zumachen. Entferne Stahltür. Entferne. Also Eisentür. Entferne Eisentür. Baue Stahltür. Du sollst nicht den Typen im Käfig abschießen, sollst. Ja, mach. Wenn es so eine Laune bereitet, dann mach's doch. Aber nimm danach bitte die Tür auseinander. Danke. Dong. Ups. Benutze. So. Da kommt die andere Stahltür hin. Stahltür. Was? Wir haben nicht genug Ressourcen im Lager? Wir haben noch viel. Ah. Da. So, Stahltür wurde gebaut. Silberschwert. Braucht 4 Silberdinger. Wir brauchen 40 Barren. Das könnte genau nicht aufgehen.
Wir haben 31. Ja, wir brauchen Kohle. Dirt, Holz. Wir haben kein Holz mehr. Aber wir haben langsam inzwischen wieder ein bisschen Mana. Das heißt, wir springen mal hinter den Feind hier hin. Ups, das war doof. Das bitte alles abbauen. Das alles bitte abbauen. So. Müsste jetzt mal genug Holz wieder bringen. Und wir können es schon mal auf die Höhe dieses Portals auch so ein bisschen absenken. Also weil die Bäume weg sind, ne? Aber die Jungs sind gerade alle beschäftigt mit Kohle machen. Und Silber und überhaupt. 94. Sehr schön. Also ja, es könnte okay aussehen später, aber ich weiß nicht. Eventuell ersetze ich die ganzen Außenmauern durch diese massiveren Blöcke wie hier. Wo ist mein Stück? Da ist mein Stück. Erde, Erde, Erde. Der kleine Jedi da oben. Tut mir schon fast leid. Ersetze, 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 ersetze. So. Holzrode-Aktion ist im Gang. Sehr gut. Das weg. Wir haben jetzt ja alle Silberäxte. Das müsste eigentlich ein Zacken schneller gehen. Wobei der Unterschied wahrscheinlich nicht so groß da sein wird. Eventuell nochmal der Sprung zur Mithril-Axt. Wobei es die ja nur im Shop geben soll. Also hier in dem Ork-Shop, ne? Nicht in-game-Shop. Das haben sie ja Gott sei Dank gelassen. Da hatte ich mir am Anfang ja doch ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie in die Richtung gehen würden, aber bisher jedenfalls nicht. 7 Minuten auf dem Portal, ist okay. Gorg. Und Jungs, wisst ihr was? Zwerge, macht das hier auch mal alles weg. Dann trinke ich ein paar Mana-Tränke und dann gönne ich mir so einen Abholtrupp. Da, 11 Stück. Schluck. Für die Zwergenheit. So, 10. Da sind sie. Dim, 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 dim. Tada! Genau, fliegt. Fliegt, meine Minions. Sehr gut. Zwerge machen dann die wichtige Arbeit, nämlich die Sachen hier abbauen. Und töten. Techbomb, warte mal. Hätten vielleicht vorher hinstellen sollen. Also, unbedingt für den Geobon aus der Zukunft. Bevor die Welle kommt, bau die doofen Silberschwerter. Dich töten. Habt ihr alle noch Bögen? Kein Wunder, dass so ein Chaos hier ist. Da, da, da. So. Jetzt macht die kaputt. Genau, einfach schlagen, alles vorbei. Weg. Weg. Weg, 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 weg. Bröckel, Bröckel. Ganz viele Ressourcen. Vor allem auch Wurzeln für die Heiltränke und so. Ist echt, echt schön, hier alles wegzumachen. Also nicht nur, weil alles auf eine Einheitshöhe reduziert wird. Nein, Schnee! Also nicht nur, weil es auf eine Einheitshöhe reduziert wird, sondern auch für die ganzen Ressourcen bekommen. Also selbst Dirt könnte ja später irgendwann mal ein Problem werden. Wenn wir durchgehend Kohle draus machen. Wobei ich da nicht so wirklich die Probleme sehe. Das Dirt könnte eher verschwinden, wenn ich, ne? Die ganzen Deko-Sachen, also alles hier ersetze durch Dirt. Alles. Alle Löcher zumach, alles. Dann könnten wir Dirt-Probleme bekommen. Oh, keine Portale mehr. Ja, Jungs, dann müsst ihr laufen. Dauert noch 2 Minuten. Gok, gok. Ja,
Ja, lauft einfach durch die Goblins durch. Das ist auch eine ganz tolle Idee. Schlafen müssen die alle auch. Mal kurz. Einfach Speed. Wieder die Mana-Tränke. Da. Mana-Trank, du. Hä? Keine Animation, wenn er hinter dem Zaun steht? Doch, okay. Dann bitte. Also, ihr kämpft gar nicht gegen die Goblins? Nee, okay. Dann brauchen wir auch keine Mana-Tränke da. Aber ihr solltet alle mal schlafen gehen. Geh schlafen. Du gehst ins Lager. Was machst du hier unten? Da. Also, du. Geh schlafen. Du, geh schlafen. Ganz schön viele Jedis da. Du, geh schlafen. Du, geh schlafen. Du schläfst. Du fließt. Hier. So, geht. Alle schlafen. Wir wollen gleich ausgeruht sein. Und der Rest, der nicht schläft, stellt bitte Silberschwerter her. So, 7. Doppelte Geschwindigkeit. Schnarch, schnarch, schnarch. Hämmer, hämmer, hämmer. Das will ich jetzt hören. Schnarch, schnarch, hämmer. Komm, hämmer mit. Du? Geh schlafen. Wir sollten die Befehle hier hinten aufheben. Ja. Befehle aufheben, Befehle aufheben. Und die Ressourcen, da schicken wir nochmal die hier los. So. Okay. Sieht schon besser aus. Also schnarch, schnarch. Hämmer, hämmer. Welle kann gleich kommen. Tong, 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 tong. Aber obwohl wir jetzt bei 94 Komfort sind, scheinen die nicht so viel schneller zu regenerieren. Schade eigentlich. Na gut. Was noch? Haben wir irgendwo Zwerge auf Irrwegen? Ja. Wo willst du hin? Sitzt hier unten irgendwas an Ressourcen einsammeln? Geh raus. Nicht genug Mana. Da. Räume mich ein bisschen auf, ist okay, aber jetzt geh wieder nach Hause. Oh, da geht's gar nicht nach Hause. Oh, kannst du gar nicht nach Hause? Das könnte natürlich auch sein. Dann prügel ich mal hier durch. Nicht? Achso, doch, das auch. Das sind alles Ziegelwände. Das heißt, hier hätte man Ziegel abstauben können und Ziegelwände, wenn man es noch nicht hätte bauen können. Und hier ist gar kein Gang, hier ist ein massives Dingens. Und da hier andere Zwerge auftauchen, gibt es auch einen Ausgang. Gut, das hätten wir dann auch geklärt. Wie auch immer die Zwerge hier hingekommen sind. Ah, hier. Scaffolding. Scaffolding, da. So. Ausrüsten. Silberschwert. Wie viel? Ja. Wie viel machst du denn? 4 Schaden mehr. Klingt jetzt nicht so imposant. Der Langbogen könnte immer noch besser sein, zumal der Fernkampf ist. Das ist schade. Ich hätte es echt gerne, dass unsere Zwerge im Nahkampf gegen die Wellen bestehen können. Also klar macht das Sinn, bei der Verteidigung eher, ne, Pfeil und Bogen zu benutzen oder eigentlich eher Armbrüste bei Zwergen. Aber es gehört halt zu Zwergen dazu, dass sie rausstürmen und schreien und Knoten in die Bärte machen und all so ein Zeug. Nee. Na gut, jetzt kommt erstmal die Welle.